Ja, liebe Zuschauer, Sie kennen bestimmt noch gar nicht unseren neuen Katalog, oder? So sieht er aus. Da haben wir unter anderem ein ganz tolles neues Produkt für Sie. Steht auch schon vor uns. Kommen wir gleich natürlich auch zu. Aber was ich ganz kurz mal einfach erwähnen möchte, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung. Sie sehen es ja auch bei mir, moderne Konsumgütergesellschaft. Das ist ja nun mal so, der eine oder andere hat damit ein bisschen Übergewicht zu kämpfen. Aber das ist ja gar nicht mal alles. Wie ich ja jetzt gelernt habe, ist mein Körper beispielsweise auch übersäuert, weil man isst einfach zu viel Vorgefertigtes, also zu viel Zucker vor allen Dingen, natürlich zu viel Stärke, dann trinkt man zu wenig. Man sagt ja immer, man muss mindestens 3 Liter am Tag trinken. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht drauf. Also das ist alles nicht wirklich gesund. Und jetzt bei uns ganz neu im Programm ist unser Wasserstoffionisator. Und mit dem können Sie nämlich jetzt basisches Wasser ganz einfach mit Tastendruck selbst herstellen. Und basisches Wasser ist klar, wenn der Körper übersäuert ist, steuert den Ganzen entgegen. Und das wird uns jetzt die liebe Kathi mal genauer vorstellen, wie das funktioniert. Das ist nämlich wirklich spielend einfach und ich werde das auch gleich mal ausprobieren. Ja, hier haben wir unser tolles Gerät für basisches Trinkwasser mit erhöhten antioxidativen Eigenschaften. Ja? Und das möchten wir ja alle, antioxidative Eigenschaften, kennen wir auch von Hautcremes, die dann antioxidativ wirken. Richtig. Viele Lebensmittel haben ja auch diese antioxidativen Eigenschaften, ja? Aber wir können halt gar nicht so viel davon essen. Du hast Obst und Gemüse gesagt. Wahrscheinlich. Genau, ganz viel mit grünen Klassiker. Blättern oder sowas. Aber wir würden davon halt gerne auch mehr zu uns nehmen. Toll wäre es halt, wenn wir auch das im Trinkwasser haben könnten. Vor allem, um unseren Säure-Basen-Haushalt im Körper dann auch anzugleichen. Weil oft ist einfach unser Körper durch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, einfach viel zu sauer. Ja? Und mit diesem Gerät kann man jetzt das Trinkwasser, das ganz normale Trinkwasser, das wir haben, ist egal übrigens auch, was für Wasser das ist. Es kann jetzt ganz Sprudelwasser sein, es kann auch das ganz normale Leitungswasser aus dem Hahn sein, also für alle Wasserarten geeignet. 1,5 Liter gehen da in so ein Gerät rein. Das können Sie jetzt hier basischer machen. Also ganz normales Trinkwasser, das man dann zum Beispiel auch aus der Leitung holt, hat ungefähr einen pH-Wert ja zwischen 6,5, ungefähr 7 vielleicht. Wir haben jetzt hier mal ganz normales in dieser Karaffe, ganz normales Trinkwasser aus unserer Leitung abgefüllt. Können wir ja mal hier was in den Glas reinmachen. Ja. Ganz oft trinkt man ja so das Wasser aus der Leitung zum Beispiel. Ne? Vielleicht machen Sie das zu Hause auch, dass Sie das Wasser natürlich aus der Leitung trinken. Ne? Das macht man ja so normalerweise, mache ich zum Beispiel auch. Wir haben jetzt hier mal so einen pH-Teststreifen. Ja? Da können wir ja mal mit reingehen. Sieht so aus. Momentan ist das noch nicht benutzt. Das halte ich jetzt einmal hier ganz kurz rein. Schupp. So. Dann einfach wieder raus, das Ganze. Und dann können wir uns das hier gleich mal anschauen. Der reagiert nämlich hier dann sofort. Ja? Und dann können wir das mit unserem kleinen Teststreifen hier vergleichen. Und wenn wir das uns anschauen, dann sehen wir hier einen Gehalt von, ich würde mal sagen, 6, ja, es geht ein bisschen rüber, vielleicht so 6,5, 6,6 ja, vielleicht. Ja, ja. Ne? Also es denk ist jetzt hier auch zwischen 6, 5, ja. 6,4 ist nicht 6,5, also 6,8 ist es auch noch nicht ganz. Also so da in der Mitte irgendwie. 6,5, 6,6 würde ich sagen, ist ungefähr der Wert, den wir hier haben. Sie sehen, das ist jetzt relativ säurehaltig. Und das ist das Trinkwasser, das wir ganz normal aus der Leitung jeden Tag dann zu uns nehmen. Ne? Das ist natürlich dann nicht so optimal für unseren Körper. Schöner wäre es, vor allem, wenn wir da auch vielleicht, ich lege das ruhig mal hier neben, damit wir uns das weiter angucken können, wenn wir da ein bisschen gegenarbeiten können, gerade auch, wenn wir wissen, ah, ich ernähre mich vielleicht nicht so optimal. Dazu muss man wissen, man sollte eigentlich 70-80% der Lebensmittel, die man zu sich nimmt, in diesem basischen Bereich zu sich nehmen. Ja? Oh oh. Und wenn man sich da mal so Tabellen anschaut, welche Lebensmittel sind eigentlich im basischen Bereich, welche sind im sauren Bereich, da kriegt man so ein bisschen Angst, weil die basischen Lebensmittel, das ist dann halt Gemüse, das ist Obst, Hülsenfrüchte, Tee gehört mit dazu als Getränk und
Kartoffel gehört noch mit dazu, aber das war's dann auch schon großartig. Alles andere gehört zur sauren Seite. Also die ganzen Leckereien, wie zum Beispiel jetzt Gebäck, Milch, Joghurt, alles proteinhaltige, also Fleisch, Aufschnitt, Käse, Wurst, Eier, Reis, Nüsse, alle Vollkornprodukte, das gehört alles mit auf die saure Seite. Und das essen wir überwiegend. Also auch ich, muss ich gestehen, ich esse nur saure Lebensmittel. Ne? Ich habe mich dabei auch ertappt. Ich habe gedacht, oh Gott, ne? Ich esse nur saure Lebensmittel. Und der Körper übersäuert dann komplett. Und es wird ja diskutiert, ob eine Übersäuerung ein Auslöser für ganz, ganz viele Krankheiten ist. Das heißt, diverse Befindlichkeitsstörungen, Zivilisationskrankheiten des Körpers können durch Übersäuerung wohl kommen, wird diskutiert, zum Beispiel Migräne, Rheuma, Osteoporose zum Beispiel. Ja? Und eine Übersäuerung ist wohl auch nachgewiesen, kann dann Bindegewebe und Organe betreffen, wenn das zu lange dann stattfindet, die Übersäuerung. Deshalb, da muss man schon drauf achten. Und da kommt jetzt hier unser Gerät zum Einsatz, weil da kann man halt sein Trinkwasser dann hier basisch generieren und kann hier in drei unterschiedlichen Stufen, wir haben das hier jetzt schon mal gemacht, dann mit unterschiedlichen Stufen, je nachdem, wie intensiv man das haben will, dann hier direkt basisch machen, also Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3, je nachdem, wie intensiv man das haben möchte. Und wir hatten das jetzt hier schon mal angeschaltet, weil der erste Prozess würde 10 Minuten dauern, der zweite 15 und der dritte 20, je nachdem halt, wie intensiv das werden soll. Ich nehme das jetzt hier mal runter und ich würde sagen, wir machen auch hier mal was von ins Glas, damit wir uns das direkt mal anschauen können vorher, und mal nachher messen sozusagen können, wie weit unser Prozess, obwohl er jetzt ja hier noch nicht ganz fertig ist, aber da können wir schon mal einen, glaube ich, ein schönes Vorher-Nachher-Ergebnis sehen, inwieweit das funktioniert hat. Bin ich ja mal gespannt, ja. Und dann ist wir sehen, ganz neu bei uns im Programm, liebe Zuschauer, gerade heute frisch eingetroffen. Deswegen auch bei uns hier jetzt der erste Test, den wir hier damit machen. Deswegen bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt, was unser bearbeitetes Wasser denn jetzt, oh, da sieht man ja schon mal ganz klar, unten ist es definitiv nicht mehr gelb. Nein, da sehen wir jetzt schon sehr schön, schauen Sie mal hier, da sind wir jetzt schon hier in einem Bereich von, ich würde mal sagen, ja hier 7,6 würde ich sagen, ne? Also das geht jetzt hier schon in den Bereich 7,2, 7,6, 7,6 gut rein. Man muss eigentlich eine Minute warten, ehe man das Ganze abliest, deshalb hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich würde sagen, das geht dann wirklich in den 7,6er Bereich rein, ja, gut. Ne? Und das, also, wie gesagt, nach relativ kurzer Zeit, nach wenigen Minuten. Ja, wir haben es ja vor der Sendung hier gerade eingeschaltet. Muss laufen, ne, ja, der Prozess. Aber Sie sehen, das macht das Gerät. Ne? Und dann hat man ein Wasser, das halt wesentlich einen höheren pH-Wert hat, was basisch ist und das man dann hier in Maßen zu sich nehmen kann, wo man dann auch häufiger eine Kur mitmachen kann. Es gibt ja dann auch diese gesamten Entschlackungsprozesse. Es gibt ja dann auch zum Beispiel Kuren, wo Sie hier ganz fantastisch, wenn Sie möchten, zum Beispiel entgiften können ihren Körper. Das macht unglaublich was aus, dann auch für das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper. Also hier wirklich ganz, ganz genial mit so einem Gerät, um sich da gesund dann auch zu ernähren, um dann hier wirklich den Körper dann auch ins Gleichgewicht zu bringen. Also hier dieses basische Trinkwasser mit den erhöhten antioxidativen Eigenschaften, die wir hier dann haben. Das ist eine Sensation. Ja? Also deshalb hier zugreifen, wenn Sie da wirklich etwas Gutes für Ihren Körper tun wollen. Sie können das dann kurmäßig anwenden, immer mal wieder zwischendurch oder täglich dann wirklich ein Glas trinken. Und man sieht hier jetzt deutlich den Unterschied. Schauen Sie hier in dem orangenen Bereich, hier wirklich ganz, ganz gelb. Also das, ne? Das war vorher unser Trinkwasser. Und das hier ist nachher. Jetzt nachher in dem orangenen Bereich. Ganz, ganz toll. Unser Wasserionisator, der hier wirklich das Wasser ganz, ganz toll. Ja, es ist wirklich eine super Sache. Also muss ich sagen, fantastisch. Und diese Geräte gibt es ja mittlerweile ganz viele auch. Kosten normalerweise locker 250, 300 Euro. Oh, hauaha.
Auch wenn du zum Fasten gehst zum Beispiel, spielt ja, vielleicht haben sie auch schon mal gefastet, spielt ja das Thema dann Säure-Basen-Haushalt eine Riesenrolle. Deshalb solche Geräte sind wirklich was ganz, ganz Feines. Sollte, finde ich, jeder dann auch, der so ein bisschen darauf achtet, dann zu Hause haben. Also mich hast du gerade jetzt total überzeugt und auch unser Testergebnis. Und da ich weiß, mein Körper ist übersäuert, also ich werde jetzt gleich mal das ausprobieren hier und mir auch sowas mal besorgen. Und auch Sie werden bestimmt überzeugt sein von unserer MX7730 und der 569. Das ist die Bestellnummer für unseren Wasserstoff-Ionisator. 94,91 Euro brandneu bei uns im Programm. Viel Spaß damit wünschen wir schon mal an der Stelle.